zwar, hallo, mein Name ist HC für euch auf dem Dark Winter Festival in Herford und ich sitze hier mit SIDT. Und ich würde erstmal die Band bitten, sich kurz vorzustellen, die einzelne Person. Hi, ich bin der Tom. Ich bin verantwortlich für die Keyboards, für die Songs. Hi, ich bin Kasi, meines Zeichens Texter und Sänger. Verantwortlich für den Gesang bei SRTV. Guten Abend, ich hab Spaß. Gut, ich habe gehört, ihr seid dabei, eure neue Platte fertigzustellen. Mhm. Wann wird diese veröffentlicht werden und auf was dürfen wir gespannt sein? Auf was dürft ihr gespannt sein? Also erstmal Veröffentlichungstermin. Es ist noch kein fester Termin da. Also grob gesagt würde ich sagen Anfang Frühjahr. Das heißt Ende März, Anfang April peilen wir an. Ja. Es gab ein paar Verzögerungen im Studio und wir wollten ja eigentlich schon im Januar veröffentlichen, jetzt 2003, aber es ging halt nicht, weil Studio war auch besetzt zum Teil. Und wir peilen März, Anfang April an. Und worauf dürft ihr gespannt sein? Auf jeden Fall, wir wissen das selber nicht so ganz genau. Also wir versuchen eine gesunde Mischung aus Elektronikmusik, jetzt nicht nur angeglichen an Slug Machinery, sondern auch so wie die EP halt so auch. Es werden Songs drauf sein, die Hurt, auch natürlich auch die Slug Machinery. Und halt auch noch ganz langsame Stücke. Also es wird eine bunte Mischung werden. Mhm. Habt ihr schon bei Konzerten vor diesem die Gelegenheit gehabt, neue Stücke zu testen an die Zuschauer? Oder war das heute Abend das erste Mal? Nee, es war nicht heute Abend das erste Mal. Es war schon mal auf jeden Fall der Fall, also in diesem Jahr auf jeden Fall schon mal der Fall. Das heißt in Holland in diesem Jahr oder auch auf dem Zillow Festival. Da haben wir schon mal den einen oder anderen Song getestet live. Von der Resonanz her muss ich sagen, ganz okay, auf jeden Fall. Und das lässt natürlich immer positiv in die Zukunft blicken. Ja. Und nächstes Jahr peilt ihr doch den großen Sommerfestival zu spielen. Gibt es dort schon irgendwelche Vorbereitungen? Vorbereitungen ja, aber auch noch nichts Konkretes. Ja. Wir versuchen natürlich auf dem einen oder anderen großen Festival zu spielen, sprich WGT, Zillow Festival, Sonic Seducer Festival, Sonic Seducer Festival oder wie ist das? Zillow? Doch, ne? Oder wie ist das? Meraluna Festival. Und aber es ist geplant, aber auch nichts Konkretes. Ja. Gut, dann danke ich erstmal für die Zeit. Wenn ihr noch irgendetwas zu unseren Zuschauern auf dem Weg möchtet, habt ihr jetzt noch die Gelegenheit dazu. Ja, vielen Dank für euer Interesse, die sich eurem Sender verbunden fühlen und unserer Band SRTV verbunden fühlen. Ein besinnliches, frohes Fest und wir sehen uns im nächsten Jahr und hoffen, dass ihr viel Spaß an unserem Album Stronghold habt. Ciao. Ja, dem ist richtig zu verfügen. Er hat Spaß. Man sieht, er hat Spaß. Okay, wir sind raus.